In den Thüringen-Kliniken gibt es die Möglichkeit, eine dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. zum Gesundheits- und Krankenpfleger zu machen und eine einjährige Ausbildung zum Krankenpflegehelfer oder Krankenpflegehelferin. Wir alle sind gemeinsam an den drei Standorten Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck und machen zusammen Pflege. Die angehenden Pflegenden sollen in der Praxiszeit ihr theoretisch erworbenes Wissen anwenden. Dafür gibt es natürlich nichts Besseres als den wahren Berufsalltag mit Patienten, Ärzten und einer richtigen Station. Natürlich begleiten wir sie weiter und stehen ihnen jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es auf jeder Station und Fachrichtung speziell geschulte Praxisanleiter, die mit den Schülern zusammen den ganzen Tag am Patienten arbeiten. Unser Bestreben liegt darin, die angehenden Pflegenden auf ihren zukünftigen Berufsalltag vorzubereiten, ihnen neben der schulischen Ausbildung das Rüstzeug für den praktischen Alltag auf Station mitzugeben. Nach der dreijährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Pflegerin stehen unseren Auszubildenden eine Vielzahl von Möglichkeiten offen. Sie können sowohl im Operationsdienst, in der Narkoseabteilung als auch auf der Intensivstation eingesetzt werden, wobei sich hier dann nach einer zweijährigen Einarbeitungszeit eine wiederum zweijährige Fachweiterbildung anschließen sollte. Aber auch in anderen Bereichen, wie im EKG oder im Herzkatheterlabor, der Notaufnahme oder dem Sozialdienst, ist ein Einsatz denkbar. Wenn man all diese Möglichkeiten sieht, erkennt man schnell, welche große Bandbreite der Pflegeberuf heute bietet. Für diese Tätigkeiten werden die Grundlagen in unserer Ausbildung gelegt. Die theoretische Ausbildung findet in der medizinischen Fachschule statt. Hier stehen uns alle Möglichkeiten zur Verfügung, um die schulischen Aspekte der Ausbildung abzudecken. Genauso können aber auch praktische Übungen den zuvor erlernten Themenkomplex ergänzen und vertiefen. Thüringen-Kliniken bieten natürlich neben der schönen Landschaft des Thüringer Waldes auch die Möglichkeit, in der nahegelegenen Apartmentanlage ein erschwingliches Einzelzimmer anzumieten. Also, unsere Bewerber sollten verschiedene Kompetenzen mitbringen. Zum einen Kommunikationstalent, sag ich jetzt mal. Also, sie sollten sich gut ausdrücken können. Sie sollten mit dem Patienten gut reden können. Mit verschiedenen Berufsgruppen in Kontakt kommen. Wichtig ist auch eine gewisse Konsequenz und ein hohes Maß an Sozialverhalten. Man sollte Ziele haben. Man muss hier viel lernen und man sollte hinter dem Beruf stehen. Wenn man eine richtige Krankenschwester oder ein Krankenpfleger sein will, braucht man viele Qualitäten. Viele kann man hier erlernen, aber Aufgeschlossenheit, freundlich sein und wirklich Spaß mitbringen und vor allem das Wollen. Das muss da sein. Dann kann aus jedem eine gute Krankenschwester oder ein guter Krankenpfleger werden.